So, hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Ja, im letzten Part haben wir Graydon besucht und haben uns auf den Weg gemacht in das Heiligtum von Sol, was ich doch gleich erkunden werde. Und ja, wir fangen an durch kleine Hüpfrätsel. Nicht sonderlich schwer und langer Gang ist lang. Ja, langer Gang ist sehr lang. Und da kommt auch schon der erste Kampf. Und wir können jetzt, wie gesagt, Heilung, Flamme auswählen. Und nochmal Flamme auswählen. Und Jenna wird auch Flamme einsetzen, da sie am meisten PP, das ist Mana-Punkte, in diesem Spiel. Auch Synergie-Punkte genannt. Es macht schon massig Schaden, wie man sieht. Und wir bekommen Erfahrung und Geld. Mir fällt gerade auf, Isaac hat sehr große Füße. Pass mal auf. Wahnsinn. So, wieder Hüpfrätsel. Ich glaube, man musste erst links, oder? Oder war es erst rechts? Ich bin ja rechts. Rechts-Links-Schwäche. Klasse. Ja, man sieht schon, während des Laufens regenerieren sich die PP eines Charakters. Weil Jenna hat wieder voll. Das war gerade wieder ein kritischer Schlag. Und ja, ich hätte erst links gewusst. Ole. Also dann erst links. Und ja, spring jetzt, Isaac, spring, Isaac, danke. Weil hier gibt es Gegner, einen Pestpilz, den kennen wir auch schon aus dem ersten Part. Kein Problem. Und hier war nichts, okay. Da haben mich meine Erinnerungen wohl getäuscht, naja. Dann gehen wir doch erstmal durch die Mitte. Ach, hier war's, genau. Hier war das kleine Juwel und dieses werden wir gleich benötigen, nachdem wir die Gegner eliminiert haben. Yeah. Zack. Ich sag, nehme 5 Schaden, kein Problem. Und ich finde Rauchbombe, was total unnütz ist, da es lediglich den Gegner blendet. Die Siedem sind eigentlich nur zum Verkaufen da, also nichts Besonderes. Ja, hier fehlt ein Auge. Da muss man das Siedem benutzen, und zwar das wir gerade bekommen haben. Rumbel, rumbel. Du hörst, wie etwas Steinernes verschoben wird. Ja, was wird da nur verschoben sein? Hol nicht etwa die Mauer? Man weiß es nicht. Spring, spring. Spring, spring, spring. Spring, spring. Tatsächlich, ein Durchgang hat sich geöffnet. Und die nächste Cutscene. Was ist los, Graydon? Zwei haben gesagt, es gäbe einen versteckten Pfad, der noch tiefer ins Heiligtum führen würde. Bin schon viele Male hier gewesen und ich fand immer, dass es irgendwie eigenartig aussieht. Aus irgendeinem Grund habe ich mir das Heiligtum von Sol immer anders vorgestellt. Was meinst du? Das Heiligtum von Sol wurde zu Ehren der Sonne errichtet. Sollte irgendwas zu finden sein, was dies repräsentiert. Haben mich immer gefragt, warum dem nicht so ist. Wenn es einen versteckten Pfad gibt, führt er vielleicht zu... Nun, dann lass uns mal sehen, ob wir ihn finden. Ich glaube, er meint es ernst. Sollen wir ihm helfen, Isaac? Eigentlich aus Prinzip nicht, aber komm. Ja. Aber es ist zu gefährlich, wenn wir uns aufteilen. Wir sollen zusammenbleiben. Das war übrigens gerade meine Haustür. Aber egal. Wie Menü, ja, genau. Hier lege ich erstmal auf L. Auf L? Oder auf R? Lege ich auf R den Verschieber? Ich lege auf R den Verschieber, zack. Weil diese Statue kann man mit dem Verschieber verschieben. Das ginge natürlich auch mit Isaac selbst, aber... Ach, da ist auch noch ein Gang, cool. Oh, der ist sogar richtig. Und drei Gegner, da demonstriere ich jetzt mal die Flamme.
Weil die wirkt nämlich auf drei Gegner gleichzeitig. Und der eine ist geflüchtet, okay. Gehen erst in den anderen Gang, weil hier gibt's einen. Hier gibt's nichts, okay. Ja, ich dachte, da gibt es etwas, aber anscheinend nicht. Ja, und wir gehen doch einfach mal in den Gang hier rein. Hier gibt es Gegner. Und wir greifen wieder mit der Flamme an, da ich zu faul bin, jeden Einzelnen zu eliminieren. Und fast alle One-Hits, schade. Ja, und Isaac ist eine Klasse aufgestiegen und hat folgendes erlernt. Beben. Das ist eine schwächste Erdsynergie, die es gibt. Ja, und das habe ich noch gar nicht erwähnt. Man sieht schon, Isaac ist ein Junker. Das sind die verschiedenen Klassen. Gareth ein Wächter und Jenna eine Gewandte des Feuers. Die kann man aber später auch noch ändern. Und Isaac ist ein... Ja, wie soll ich das sagen? Ein... Gehört dem Erdelement an, sagen wir es mal so. Und die anderen beiden dem Feuerelement. Deswegen kann Isaac Beben erlernen und die anderen beiden Flamme. Beben! Und die Flamme wird sie bei alle vernichten. Ja, natürlich. Und Gareth ist auch Level 2 geworden. Das ist schön. Hier ist eine Kiste. Wieder ein kleines Juwel. Und wieder Monster. Und diesmal sogar 4. Wow. Dann machen wir es doch mal so und so. Ja, man sieht schon den großen Pfeil. Den großen. Ist der, auf dem der Angriff zentriert ist. Und da wird es am meisten Schaden anrichten. Der eine ist schon besiegt. Und man sieht schon, Gareth ist sehr langsam. Ach, das Ding hat abgewehrt. Deswegen. Naja. Auch kein Problem. 7 Münzen haben wir erhalten. Was gibt es denn da oben? Einen langen Gang. Und noch mehr Gegner. Jawohl. Und Flamme. Macht schon massig Schaden. Ja, man sieht schon, Jenna ist eher auf Magie geskillt. Und Gareth eher auf Angriff. Und jetzt langsam reicht's für den Gegner. Naja. Machen wir es mal so und so und so. Müsste vollkommen ausreichen. Ja, man sieht schon, die Gegner sind schon One-Hit. Und das gibt den Rest. Genau, schön. Schön. Und was gibt es hier noch? Hier gab es bestimmt... Da komme ich gerade her. Ah, ja. Ah, ja. Macht da nichts, ein bisschen Training schadet nie. Ah, da oben war ich noch nicht, oder? Gegner! Jetzt habe ich keine Lust, Synergie zu verschwenden. Greifen wir einfach normal an. Juhu! So. Die Kiste da habe ich schon genommen. Hier gab es viele Statuen. Und einen dieser Statuen war, glaube ich, ein versteckter Gang. Wenn ich noch wüsste, unter welchen. Hm, sieht nicht so aus, als könnten wir sie von hier aus erreichen. Vielleicht ist Synergie der Schlüssel. Isaac, versuche deine Synergie einzusetzen. Ja, das hätte auch selber gewusst. Danke. Tor Nummer 1 ist ein Relief eines Minotaurus. Da setzen wir doch das kleine Juwel ein. Du hörst, wie etwas Steinernes verschoben wurde. Mal sehen, ob das Spiel schlau ist. Vielleicht an der anderen Seite? Ja, richtig geraten. Ist ja Wahnsinn. Ist ja der Wahnsinn. Hier gibt es wieder uns. Oh, eine neue Gegnerart. Blender. Ja, der hält schon um einiges mehr aus. Aber 3 Angriffe hält dieser auch nicht aus. Was gibt es hier? Nicht.
Nichts. Gibt's auch nichts. Machen wir es mal so und so und so und so. War zwar sehr optimistisch, aber es reicht. Jawohl. Ich nehme als Level 3. Ich habe keine Ahnung mehr. So, und hier gibt es ein Heilkraut. Der Name ist selbst erklären, was dieses bewirkt. Wieder ein Blender. Zerstören wir. Wow, 12 Schaden. Ist ja ganz schön viel. So, was haben wir hier? Das ist es. Wir haben es gefunden. Das ist eindeutig das Symbol der Sonne. Ist in dem Herzen des Heiligtums von Sol. Das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, die beiden haben die Wahrheit gesprochen. Sie sind also Diebe. Genau. Aber wenn es wahr ist, was ich sage, bedeutet das, dass sie... Sie sind Diebe. Genau, Gareth. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Sie kommen, um das Heiligtum zu plündern. Lass uns ins Dorf zurückkehren und es den anderen berichten. Aber Crayden? Crayden? Was ist los? Wir sind so nah. Nahe? Woran? Wir sind den ganzen Weg bis ins Herz des Heiligtums vorgedrungen, ihm jetzt den Rücken zu kehren und zu gehen. Was ist daran so schlimm? Heiligtum von Sol ruhen die Ursprünge der Alchemie. Es wäre eine Verschwendung. Du bist Verschwendung, Junge. Was denkst du? Sollen wir noch ein Stück weitergehen? Nein! Dann geht ohne mich ins Dorf zurück. So gesehen haben wir wohl keine andere Wahl. Ich stimme gleich hinzu, ich will sehen, was auf uns wartet. Wirklich? Wir werden nur noch ein bisschen weitergehen. Cool, es ist entschieden. Lasst uns weitergehen. Na gut, man hat ja keine Wahl in diesem Spiel. Na, was ist das? Was ist das für ein Raum? In der Mitte ist der Mond dargestellt, ein Abbild von Luna. Das muss die Nacht symbolisieren. Diese Räume müssen irgendwie verbunden sein, denkst du nicht auch? Jo. Luna und Sol. Diese Räume tragen ein Geheimnis in sich. Was hat das denn bedeutet, Isaac? Würdest du weiter nach oben gehen? Ja. Lass mich wissen, was du gefunden hast. Ah, du willst hier bleiben, oder was? Ich muss mir die Drecksarbeit für dich erledigen. Ist klar. Nee, ist klar. So, was gab's hier unten? Ach ja. Dies ist ein Synergiestein und der heilt die Synergiepunkte von der ganzen Gruppe. Deswegen heile ich jetzt mal komplett durch. Und dann gebe ich den Stein auf in einem Synergiestein. Alle PP sind wieder aufgefüllt. Der Stein verschwindet. Ja, man kann diese Steine nur einmal benutzen. Ja, und was sehen wir hier? Statuen? Verschieben wir sie doch einfach mal, oder? Leucht! Was? Was geschieht hier? Isaac muss etwas gefunden haben. Britzel! Britzel! Isaac, hör auf! Vergiss einen großen Fehler! Warte, Isaac. Was ist los, Crayden? Hast einen äußerst interessanten Mechanismus gefunden, Isaac. Aber das ist eindeutig eine Art Falle. Das ist eine Falle? Gehen Sie dir den Lunaraum an, dann wirst du verstehen. Gemacht. Dies zu finden bedeutet, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber wenn du nur eine Stabe bewegst, sitzt du in der Falle fest. Aber wofür soll die Falle hier gut sein? Ich weiß nicht, wer sie aufgestellt hat, aber es muss hier etwas sehr Wichtiges versteckt sein. Vielleicht ist hier der Schlüssel zur Alchemie selbst versteckt. Ja, und meine Zeit neigt sich langsam dem Ende. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß bei diesen Part und wir sehen uns dann im nächsten Part. Also dann, bis dann.
Ciao, Leute.